Herzlich willkommen zurück. So, der Baron hat geruht und er hat zumindest einen kurzfristigen Plan ins Auge gefasst. Wir warten jetzt erst einmal ab, bis Tristian fertig ist, den Weisen anzuhören. Das ist nämlich in 2 Tagen der Fall. Und dann werden wir, also Rockshar und Tristian, zusammenarbeiten, um die Loyalität in unseren Landen zu erhöhen. Und dann ist bereits der 28. Lammerschan. Und dann gucken wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. So. Der Weise, es kam leider zu einem Fehlschlag. Tristian hat es nicht geschafft, ihn zu überzeugen, sich in unsere Dienste zu stellen. Sehr bedauerlich, aber kein wirklicher Rückschlag. Ansonsten könnte man einen Kräuterkundler hier noch akquirieren. Die Region ist reich an natürlichen Rohstoffen, aber arm an Mannstärke. Eine Gruppe ausländischer Kaufleute bittet um Erlaubnis, in der Gegend Kräuter und andere seltene Zutaten zu sammeln, die sie zu Hause teuer verkaufen können. Um sich diese Erlaubnis zu sichern, wären sie bereit, eine Gebühr zu entrichten. Gut, das klang sowieso nach etwas für Jubilost. Aber wir wollen Unterstützung im Vorhaben des Rates. Genau, für die Loyalität. 14 Tage. Jetzt Zeit, dass wir uns auch mal wieder in ein Projekt stürzen. Und dann gucken wir mal, was sich in dieser Zeit noch so alles ereignet hat. So, die Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Die Ergebenheit der Bürger gegenüber ihrem Herrscher ist größer denn je. Ja, Loyalität ist bereits auf 3. Wunderbar. Ein Tempel für das Volk hat leider zu einer Katastrophe geführt. Zum Glück haben wir nur einen Wert auf Göttlichkeit verloren. Der Ratgeber konnte sich nicht mit den Leuten und den Priestern einigen, wie das Heiligtum gebaut werden soll. Die Gespräche mit den Parteien endeten im Streit. Das peinliche Gezanke spielte sich vor den Augen der allgemeinen Bevölkerung ab, die entrüstet zusah. Viele haben aufgehört, die Tempel zu besuchen. Ach, Jubilost, du Dickschädeliger. Jot kann das Ganze ein wenig besser anpacken. Die Forschung über das Wesen von Flüchen bei dem Dorf an den Marken kam zu einem Erfolg. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass der verfluchte Wunschbrunnen, wir erinnern uns, da waren die Irrlichter, den die Einheimischen als Quelle ihres Unglücks sahen, völlig harmlos ist und von keiner Magie heimgesucht wurde. Dorsi ist der zurückgewiesene Verlobte eines einheimischen Mädchens. Er versuchte mit dem Brunnen das Feenwesen zu verfluchen, von dem er glaube, es habe seine Braut verhext. Das Mädchen hieß Nyta. Sie verwendete den Brunnen auch, um ihren eigenen Vater zu verfluchen. Beide Flüche hatten Erfolg, doch der Brunnen war eindeutig nicht der Grund dafür. Eine andere Macht könnte eingreifen und den Flüchen ihre Kraft gegeben haben. Andere Theorien sind komplexer. Vielleicht benötigen und binden Flüche überhaupt keine Macht. Vielleicht haben es Nyta und Dorsi irgendwie geschafft, sie mit ihrem eigenen Willen ins Leben zu rufen, obwohl keiner von ihnen ein Magier ist. Das ist alles, was wir im Moment wissen. Vielleicht werden wir bei unseren weiteren Forschungen mehr herausfinden. Schade. Sehr wenig. Und eigentlich auch nicht mehr, als wir ohnehin schon kombiniert haben, Jot. Aber gut, jetzt ist es offiziell dokumentiert. Oh. Und die Straße zu Olegs Handelsposten war auch ein Erfolg. Und wenn ich mir die Werte angucke, hätte ich schon fast gedacht, dass es ein Triumph war. Gemäß der Vereinbarung mit Jamandi Aldori müssen wir die soliden Straßen zu Olegs Handelsposten errichten. Damit haben wir Valerie beauftragt. Und das hat sehr gut funktioniert. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir bereits den 30. Lammerschan. Und ich hoffe, dass die verheerenden Raubzüge nicht zu einem kritischen Fehlschlag kommen, nur weil wir jetzt quasi den Monatswechsel haben. Die haben schließlich sehr lange gedauert, um sie anzugehen. Und Cassil ist ja bereits auch schon längere Zeit darauf angesetzt. Dann haben wir hier reiche Ernte. Die Götter waren den Bauern dieses Jahr gewogen. Das Getreide wächst so gut, dass sich die Halme unter dem Gewicht der Feldfrüchte bis auf den Boden biegen. Solches Glück ist selten. Wer wird entscheiden? Das ist bestimmt auch wieder für Jubilost oder für Tristian. Und Tristian ist außerordentlich dafür geeignet. Wir könnten Jubilost auf den Kräuterkundler losschicken. Aber vielleicht schauen wir lieber hier nochmal. Wir haben ein Handelsabkommen mit Sotoban. Nein, haben wir definitiv nicht. Mit Mivon plus 1 Baupunkt pro Woche. Das dauert dann auch 100 Wochen, bis sich sowas mal rentiert. Nicht wirklich. Außerdem fehlen uns, glaube ich, jetzt nur noch 2 Baupunkte, damit wir eine neue Region errichten können. Dann würde ich jetzt gerne sparsam sein. Wir warten die Woche ab.
müssen uns dann keine neuen Baupunkte kaufen. Doch, das gefällt mir. Den Tempel des Ace plündern. Nein. Ich würde dieses Projekt gerne komplett rausnehmen, nicht, dass ich das versehentlich irgendwann doch nochmal nutze. So, zahlenmäßige Überlegenheit finde ich gut, aber erst noch auf den Raubzügen. Und wir können jetzt auch die Kamellande beanspruchen. Und das kostet uns sogar nur relativ wenig Baupunkte. Tja, dann. Und wir können mit Valerie zusammenarbeiten. Das finde ich gut. Spricht für mich nichts dagegen. Machen wir. Was soll's, wir legen los. So, die Kamellande gehören zu unserem König. Zu unserer Baronin. Sehr schön. Und so wie es aussieht, gibt es nur noch drei Gegenden, die wir für uns beanspruchen können. Zumindest vorerst. So. Und es gibt unzählige Ereignisse. Ach, zunächst haben die verheerenden Raubzüge, wurden triumphal zurückgeschlagen. Unsere Militärstärke steigt weiterhin um 3. Sieht sehr gut aus. Außer im Bereich Arkan und Spionage müssen wir uns keine wirklichen Gedanken machen. So. Herzlichen Glückwunsch. Ach ja. Oh Gott. Wir haben ja gesagt, dass wir Geburtstag haben im Neth. Tja, Mensch. Der Geburtstag des Barons ist ein besonderer Tag für unsere junge Nation. Dank ihm konnten wir die Raublande beanspruchen und ein neues Land in Golarion gründen. Heute ist ein Tag, an dem wir unsere Sorgen vergessen und ausgelassen feiern. Heute ist ein Tag, an den wir uns erinnern werden. Jamandi Aldori hat ihre besten Schwertfürsten gesandt, um an einem freundschaftlichen Kampf teilzunehmen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Das wird zweifellos ein wahrer Augenschmaus. Und es war ein absoluter Triumph. Die Feierlichkeiten waren spektakulär. Jeder hat an den Festlichkeiten teilgenommen. Vom Bauern bis zur Gefolgschaft des Barons. Ah, oh, wie schön. Das wärmt doch das Herz. So, es gab keine kritischen Fehlschläge. Wir haben keine großen Chancen verpasst. Wir wollen auf jeden Fall in den Kamellanden, auch in den Camelands. Jetzt auch gerne mal eine Siedlung errichten. Schlurfende Schritte. Ach komm, nee. Wir hatten schon Geburtstag. Jetzt gründen wir auch Rokscharion. Zack. Sehr gut. Die würden wir gegebenenfalls noch aufbauen. Was haben wir denn hier noch? Der Kämmerer bedarf der Aufmerksamkeit. Das ist ein Thronsaal. Das Ereignis des Monats. Sie sind gelangweilt. Also das ist zum Glück kein schlimmes Ereignis. Und wir können hier zwei unserer Berater darauf senden. Das ist gut. Die Kunst, Freude zu finden. Eine große Handelskarawane ist eingetroffen. Das könnten ebenfalls entweder Jot oder Schwierigkeitsgrad 15. Ja, vielleicht möchte ich das Kassil. Das macht bei plus 3. Bei Erfolg oder Triumph finde ich schon sehr nett. Leere Flecken. Der Hofkartograf berichtet, dass einige Karten der Baronie veraltet zu sein scheinen. Welcher Ratgeber könnte helfen, um zu aktualisieren? Kein Freier im Moment. Reiche Ernte. Ach Gott, wir haben die noch gar nicht gestartet, oder? Ja, los. Dann geht ihr jetzt los. Dafür gehen wir dahin. Das ist Schwierigkeitsgrad 13. Das passt. Dann darf das Job machen. Und er darf hier auch los. Man darf nicht vergessen, die Leute auch dann auf den Weg zu schicken. Ratgeber. So, Valerie ist momentan ohne Beschäftigung. Das darf natürlich so nicht bleiben. Gucken, ob es hier vielleicht... Ich hätte mir mal merken müssen, wann ich rum bin. Ich glaube, ich bin schon einmal durch, ne? Gut, es gibt keine Projekte für Valerie und wahrscheinlich auch keine Ereignisse. Kräuterkundel, achso, ich habe ihn noch gar nicht losgeschickt, komm los. Leere Flecken, nein. Und das sind wir. Schade, dann hat Valerie gerade überhaupt nichts zu tun. Aber wir gehen mal in den Thronsaal und gucken, was Jubilos mit uns besprechen möchte. Ja. So schnell kann ein ganzer Monat vergehen, so schnell kann man Geburtstag haben und den auch schon wieder hinter sich gebracht haben. Aber erfreulich. Freut mich, dass es meinen Untertanen gefallen hat. Boksha hat bestimmt auch die Zeit genossen. Wahrscheinlich hat er seinen eigenen Geburtstag auch völlig vergessen.
jubilost. Begrüßt dich herzlich mit einem Dokument. Baron, ihr erratet nie, was euer Kämmerer in den Händen hält. Er wedelt mit einem Papier über seinem Kopf, die Tinte darauf scheint noch feucht zu sein. Dies ist eine Liste der Gegenstände, die aus der Wand eures eigenen Kellers gepurzelt sind, als die Arbeiter Reparaturen vorgenommen haben. Jubilos drückt seine Brille zurecht und liest vor. Vergoldete Schutzplatte, eine Tafelsilber, drei, ein Satz alter Münzen. Die Liste ist lang und vielfältig, also komme ich direkt zum Punkt. Eure Arbeiter haben anscheinend das Geheimlager des Hirschkönigs entdeckt, Gegenstände, die er seinen eigenen Leuten gestohlen hat. Die wahren Besitzer dieser Gegenstände zu finden, wäre eine schwere und undankbare Aufgabe, wohingegen die Überführung in euer eigener Truhe Beihilfe zur Enteignung wäre, mit anderen Worten Raub. Als euer Finanzratgeber empfehle ich einen Kompromiss, lasst diese Reichtümer schätzen und unterstützt gleichmäßig verteilt den Wiederaufbau der Dörfer, die von den Banditen heimgesucht wurden. Dadurch wird jenen geholfen, die am meisten unter dem Hirschkönig gelitten haben. Das gefällt mir sehr gut. Genau. Die Besitzer dieser Gegenstände könnten tot oder auf der Flucht sein, Jubilost. Ihr habt vollkommen recht. Ich werde eurer Empfehlung entsprechen und wir setzen damit die Dörfer in Stand, die am meisten unter der Herrschaft des Hirschkönigs gelitten haben. Ich wusste, ihr würdet meinen Rat befolgen. Gut. Sind wir immer noch erschöpft? Nein, das ist die Bewegungsfreiheit. Warum sind wir denn immer noch verletzt? Wir werden doch wohl in diesen 2,5 Wochen trotzdem irgendwann mal normal geschlafen haben. So, es ist dennoch mittig des Monats. Dann will ich jetzt einmal auf die Rast-Taste drücken. Und dann schauen wir nochmal vor die Tür. Und gucken einfach mal, was uns so anlockt. Also ohne größere Verpflichtungen, ohne irgendwelche Dringlichkeiten. Außer, dass wir nicht vergessen, dass dieser eine Fluch sich natürlich noch zusammenbraut. Würde ich sagen, bereisen wir einfach mal unser Land. Ah, ich hätte natürlich nochmal meine Truhe nutzen können. Ach, dann machen wir das. Heute ist ein guter Zeitpunkt. Wir gehen nochmal zurück. Also vom Ladebildschirm in den Ladebildschirm. Füllen dann unsere Truhe auf mit den ganzen Habseligkeiten, die wir nicht benötigen, damit wir ein Reisegewicht erreichen, mit dem wir uns alleine durch die Lande begeben können. Und dann werden wir einmal unsere werte Nymphe aufsuchen. So, nee, das liegt ja hier außerhalb rum, die Truhe brauchen wir nicht. Dum, 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 dum. Er hatte mich gerade eben gefragt, oder? Wo ich auf Gehen gegangen bin? Ob ich die Rechtssache noch in der Truhe verstauen möchte? Ja, ich glaube, ich gehe trotzdem lieber direkt hin. Wo wir jetzt doch nochmal 2 Ladebildschirme haben. So. An diese Truhe wollen wir. Dann kann auf jeden Fall dieser ganze Kram... Jathels Dolch möchte ich nicht ablegen, denn es wäre sehr schade, wenn wir das irgendwann vergessen. Der leichte Schild ist auch ein wunderbarer Gegenstand zum Verkaufen eigentlich. So, nehmen wir mal Gewicht. Die Ritterrüstung, Plattenpanzer sind auch alles Sachen, die ich mittlerweile hätte verkaufen können. 24 Rationen brauchen wir sowieso nicht. Kann ich das nicht irgendwie aufsplitten? Verdammt. Resistenzumhang, Bücher sind sowieso nur Bücher. Ölverbesserung. Verleiht vorübergehend Verbesserung 2. Wenn ich wüsste, was das ist. Also ich weiß, dass uns Bocken das vorbeigebracht hat. Ah, eine plus 2 Verbesserung. Ah, okay. So eine Öle, die können natürlich dann auch durchaus nett sein. So, die Relikte können wir hier lassen. Die Tränke. Den Seil nehmen wir vielleicht nochmal mit. Die Rüstungsarmschienen möchte ich gleich nochmal ausrüsten an Florindil.
Nee, wieder Jathans Dolch, naja. Die Gürtellaterne. Upsala. So, Alchemistenfeuer brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das auch nicht, den Verschwindentrank. Natürlich brauchen wir definitiv ein paar davon. Verschwinden, Unsichtbarkeit, das ist gut. Dann haben wir eigentlich alles mit dabei, teilweise Genesung, ja, Säurewiderstand werden wir wohl nicht brauchen. Schwere Wunden heilen nehme ich nochmal mit. Leichte Wunden heilen. Naja, warum nicht? So viel Kram. Die ganzen Artefaktsplitter. Essensreste. Oh mein Gott. So, die Schriftrollen. Die wiegen 0,2 Pfund. Und wir sind mittlerweile bei mittlerer Belastung. Das sieht ganz gut aus. Wir können jetzt hier den Kram nochmal in die Truhe legen. Gut. Und haben damit ein angenehmes Reisegewicht erreicht. Schauen wir nochmal bei Florindil. Und kriegt diese Luxusarmschienen. Ja, und damit auch eine Rüstungstasse von 18. Schön, 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 schön. Aber jetzt geht das erste Mal seit Anbeginn dieser Reise unser lieber Zwerg alleine vor die Tür. Bin ein bisschen gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe natürlich auf ein paar harmlose, vielleicht auch intensivere Liebeleien. Aber man weiß ja nie. Es könnte durchaus auch sein, dass das ein Besuch ist, den wir noch lange Zeit aufschieben sollten. Aber so ist das nun mal mit der Neugier. So, nun eile dich, so schnell dich deine kurzen Beinchen tragen. Sehr gut. Wir können alleine aufbrechen. Zu den grünen Gemächern. So, die Reise ist auch nicht gerade kurz. Ich hoffe, wir müssen zwischendrin nicht rasten. Das könnte nämlich wirklich interessant werden. Ich gehe hier natürlich auf Kämpfen, weil wir in den meisten Fällen die Möglichkeit haben, direkt vom Feld zu verschwinden. Also uns umzudrehen und abzuhauen. In den meisten Fällen. In diesem hier scheinbar nicht. Ach. Verflucht. Lauf! Lauf! So, womit greift er uns denn an? Er hat einen Attackenbonus von 12. Das ist nicht sonderlich viel. Aber ich möchte es trotzdem nicht riskieren. Das sieht natürlich schon sehr spannend aus, dieses Wesen. So, ciao! Oh, verdammt. Damit haben wir ja rechnen können. So, zack! Aber Raksha, der sehen muss, dass er kämpft, gibt dem Ding einen auf die Mütze. Und schafft es auch. Wir werden, glaube ich, trotzdem nochmal unser Gebet einsetzen. Achso, und das Wichtigste. Wir holen uns einfach unsere Skelette. Und bezwingen diese Bestie einfach mit vereinten Kräften.
Wir haben jetzt ja übrigens auch hier unsere Chaos-Klinge. Können wir es aber beliebig auf Leute einsetzen, oder was? Wir werden wahrscheinlich trotzdem gleich einmal umkippen. So, wo haben wir denn unsere schweren Heiltränke? Zu spät. So, jetzt hoffen wir mal auf ein Auto speichern. Ja, da stratzt man einfach durch die Lande und dann muss einem direkt sowas hier begegnen. So, Nummer 1. Kannst du einer Waffe, die du berührst, eine freundliche Kreatur, darf ich das? Ich darf das doch wohl auch auf mich machen. Und es geht nur eine Runde. Das ist doch alles lächerlich wenig. Chaosklinge, das ist doch schon wieder quasi Vergangenheit, bevor es überhaupt angefangen hat, aber gut. So, dann packen wir noch ein paar Heiltränke an unseren Gürtel. Komm schon. Jawohl. Und das erste Mal bezwingt Rogsha im Alleingang eine Bestie. Ja, und kann ihr leider nichts abgewinnen. Ein Zaubermantikor. Das klingt halt unglaublich special. Also mal abgesehen von der Zauberwyvern haben wir noch nie so ein seltsames Vieh getroffen. So. Nee, wir werden uns garantiert nicht ausruhen. Ich hoffe, dass das, was wir hier vor Ort erleben, uns auch für uns als Rast gilt. Mehr und mehr beschleicht mich der Gedanke, dass es eine schlechte Idee ist. Aber wir lassen uns überraschen. So, holde Nymphe. Ja. Oh, you did come. And alone, just as I asked. Do you not know, my loyal hound, that the brightest flowers are also the most Die bekannte Silhouette der Nymphe erscheint zwischen den Monstern. Der Geruch blühender Frühlingsweiden umgibt sie nach wie vor und der Wind streicht durch ihr Haar, doch nun verzehrt ein unfreundliches Lächeln ihr Gesicht. Yeah, keine Ehre in den Raublanden, du durchtriebenes Stück. Was für eine Überraschung, ein Treffen in Einsamkeit an einem abgelegenen Ort und das Ganze entpuppt sich als Hinterhalt. Sagt mir wenigstens, warum ihr meinen Tod wollt. Even if I wanted to tell you, you wouldn't understand. And if you could understand, I certainly wouldn't tell. Die Nymphe richtet ihren Blick abwesend zur Seite, wendet sich dann aber mit funkelnden Augen wieder dir zu. How many times have I seen countries and kingdoms arise from the dust, only to fall into dust once more? Thus will it be with your barony. For what is a barony without its baron? This is how it must be. The stolen lands will remain no one's, die or run. There is nothing you can change. Oh, ich bin der Baron und ich werde der Baron bleiben. Warte nur ab. Oh! I am superior! So, was haben wir denn hier? Eine Hydra, aber eine junge und einen wilden Manticore und einen normalen Eulenbären.
Wären wir in der vollständigen Gruppe hier, wir würden das Ganze beiseite schlagen und lachen. Aber so kommen wir auf Lindsays Empfehlung zurück. Nehmen wir einen schönen Schluck aus unserem Unsichtbarkeitstrank. Und empfehlen uns. Verdammt. Überleben. Haben wir leider nicht geschafft. Okay, alter Schwede. Wir versuchen trotzdem weiterhin, noch ein, zweimal würde ich sagen, uns da aus der Affäre zu ziehen. Ah, und der Safe war hier, oder wie? Das ist natürlich nicht das Schlechteste. Aber wir kommen in unserer Erschöpfung auch nicht unbedingt wieder zurück. Wir müssten halt so oder so irgendwie rasten. Wir probieren noch einmal davon zu laufen und ansonsten war das Ganze wenigstens schon mal ein Blick in die nähere Zukunft oder in die entfernte Zukunft. Man weiß es nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Did come. Even, Ich habe eigentlich gedacht, dass dieses Wesen hier, was so ein bisschen halt aussieht wie eine Rotkappe, auf unserer Seite wäre. Aber scheinbar nicht. Wie lange hält denn das Ganze? Eine Runde pro Stufe. Ha, 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 ja, das erklärt's. 6 Sekunden Unsichtbarkeit ist natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Stufe 6 dran. Ein Glück, dass wir auch noch die Falle gesehen haben. Ach, komm schon. Riesenfliegenfalle. Okay, ich habe jetzt nur eine einzige Hoffnung. Nee. Okay, wir probieren es gar nicht erst. Langweilig. Ich nehme mal... Nee, 13. Versuche mal den Spielstand zu finden, wo wir nach Möglichkeit noch nicht unser ganzes Inventar geleert haben. Ein Glück, dass die Spielstände sich dass relativ lange der Spielwert zurückdokumentiert wird. Ja, schade. Also bevor wir uns damit anlegen können, da würde ich doch noch ein paar Stufen warten wollen. Oder irgendwie eine Möglichkeit finden, einen Hinterhalt zu generieren. Ach, ich hab's befürchtet. Egal. So. Dann, alteingesessene Mannschaft. Wir ziehen wieder los. Ja, Lindsay, die davon immer von ihrer eigenen Druckerei geträumt hat und auch glücklich ist, dass wir sie bei ihrer Anschaffung unterstützt haben. Hurra, ich eröffne meine eigene Druckerei. Hat sie das denn jetzt schon? Ja, ne? Also ich sehe auch keine Charakterquests, die gerade noch offen wären. Das wird wohl dann einfach nur noch ein bisschen dauern, bis Lindsay da die ersten Erfolge verbucht. So, wir können hier quasi noch was erkunden. Da haben wir schon ziemlich viel abgeschritten. Alles, was hier hinten kam, würde ich sagen, ist sogar immer noch zu stark für uns. Lage der Technikliga. Ja, wenn ich das nächste Mal mir das Spiel vornehme und die Updates durchführe, dann können wir da nochmal vorbei. Warnhofen.
Das ist doch die andere Baronie, oder nicht? Und die sollten wir mal besuchen. Mir war so, oder? Er hat uns auch nach Warnhofen eingeladen. Die Reise nach Restorf würde einen Tag 15 Stunden dauern. Dann haben wir durchaus ein paar Tage, um uns da aufzuhalten. Es gibt aber auch nicht wirklich... Ich meine, man könnte hier hin... Na, das ist... Es ist ein ganz schön abgeschiedenes Gebiet. Also diese Berge, dieses Gebirge ist schon... Ja, und das hier ist halt einfach die Hauptstraße. Möchte ich wirklich schon nach Warnhofen? Aber wenn ich mir sonst so angucke, was es hier gibt... Okay, wir erkunden die Gegend hier nochmal. Alles, was sich genau hier so abspielt, reisen von der Brücke des Gudrun mal nach Norden. Gudrin. Wir haben auch schon wieder irgendetwas Dringendes. Mal schauen, was es diesmal ist. Siedlung verbessern. Ah, darauf habe ich nämlich gehofft. Ich habe nämlich irgendwo nochmal gelesen, dass man 3 Dörfer braucht und man kann dann eine Siedlung zu einer Stadt erweitern. Genau, also Siedlung verbessern. Du kannst jetzt Siedlungen in deiner Baronie verbessern. Alle 3 Dörfer, die du in deinem Reich errichtest, kannst du eines davon zu einer Siedlung verbessern. Vorausgesetzt, es sind mindestens 6 Plätze in dem Dorf besetzt. Die erste Verbesserung muss in der Hauptstadt vorgenommen werden. Das ist auch der einzige Ort, wo wir 6 Plätze belegt haben. Schließe das entsprechende Projekt ab. Und so weiter und so fort. Dann wird die Liste der Gebäude erweitert. Und sobald wir 3 Siedlungen mit 16 besetzten Bauplätzen haben, können wir die Hauptstadt zu einer Stadt ausbauen. Okay, also das ist dann nochmal eine Sache, wo wir dann auf jeden Fall nochmal unser Augenmerk drauf setzen. Neue Phase im Leben deiner Hauptstadt. Ja, und das ist auch etwas, worum sich Valerie kümmern kann. 100 Baupunkte, 7 Tage. Los geht's! Sehr schön. Unterstütze den Kämmerer in einem Vorhaben. Können wir gerade nicht machen, weil Jubilust eh noch beschäftigt ist. Schön. Gut. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich mich noch in der Gegend hier aufhalten wollte, bis quasi das eine Dorf errichtet ist, damit wir diesen Schritt vornehmen können. Schön, dass es halt auch noch innerhalb dieser Grenzen einfach ging. Ach, und hier ein neues Dorf. Dorf am Silberstufensee. Das besuchen wir gleich. Vorher gucken wir nochmal, ob wir hier... Dein einsamer Grabhügel, jawoll! In dieser geheimnisvolle Friedhof lag eine Ewigkeit verborgen und unberührt da. Ein Erdrutsch hat ihn jedoch kürzlich freigelegt und gezeigt, dass darunter ein unterirdischer Komplex liegt. Und es ist wohl sogar schon jemand dort eingestiegen. Die gewaltige Tür, die einst den Zugang versperrte, steht offen. Aus dem dunklen Gang dahinter strömt kühle, modrige Luft. Traumhaft. Abenteuer, wir kommen. So, schöne Verzierungen und Mosaike. Und ein großes verschlossenes Tor. Hier die nächsten Rätsel. Das nächste Rätsel. Ich hatte ja auch schon gedacht, wo wir am Anfang. Oh, was haben wir hier? Ein Banditenplünderer. In dem düsteren Licht triffst du auf eine Gruppe von Männern, die mit Schwertern und Bögen bewaffnet sind. 2 von ihnen kauern vor der Leiche eines Halblings. Als sie dich bemerken, steht einer der Männer auf und blickt dich mit einem spöttischen Grinsen an. Seht mal, Männer, eine Leiche, die noch nicht weiß, dass sie tot ist. Und was ich gerade eben noch meinte, wo wir ganz am Anfang bei Jamandi Aldoris Anwesen unterwegs waren, da war dieses Rätsel mit den Schwertern nach oben und nach unten. Ich dachte, dass es davon noch ein paar mehr gibt. Bisher hatten wir ja Glück. Und wollt ihr dieses Grab etwa plündern? Der Anführer fletscht die Zähne. Da kommst du zu spät. Wir waren zuerst hier und behalten alles, was wir gefunden haben. Wir sind Gelehrte, weißt du? Das hier ist unser Fund.
Valerie mustert zuerst den Banditen und dann die Leiche zu seinen Füßen. Sie greift nach ihrer Waffe. Dreckige Plünderer, wir können sie nicht gehen lassen. Wer seid ihr und was tut ihr hier? Siehst du das denn nicht? Archäologiker sind wir. Wir durchsuchen jetzt diese Gruft und alles, was wir finden. Tja, das geben wir den Armen. Der Anführer lacht und die anderen Banditen fallen in sein Lachen mit ein. Das hier war ein Auftrag. Der Bursche hat uns angeheuert. Der Anführer nickt in Richtung des toten Halblings auf dem Boden. Hat Hilfe gebraucht, um in diese Ruinen zu kommen. Und wir dachten uns, warum nicht? Er schnalzt traurig mit der Zunge. Nur leider ist er plötzlich krank geworden. Kaum, dass wir drin waren. War wohl zu aufregend für sein kleines Herz. Schurken, ihr habt diesen Mann ermordet, der euch vertraut hat. Und nun wagt ihr es auch noch, den rechtmäßigen Herrscher dieses Landes zu bedrohen? Sprecht ein letztes Gebet, ihr Maden. Und kurz gesagt, die Gruft ist unser Fund. Wir kümmern uns selbst um die Fallen und alles. Wir sind schließlich Archäologiker. Der Mann nickt und dann in Richtung Ausgang. Und du verschwindest, Leber, bevor du dir noch was einfängst. Tja. Na, komm. Also Banditen. In diesem Ton spricht man nicht mit dem Baron. Tod den Grabräubern! Lass uns einfach das Land von diesem Abschaum befreien. Wir werden ja sehen, wer heute stirbt. Oh, das sehen wir. Und wenn ihr nicht irgendwelche großartigen Erfindungen und oder Fallen auf eurer Seite habt, glaube ich, wird das sehr schnell sehr schlimm für euch ausgehen. So, Hundi. Sturmangriff und durch. Ist ganz praktisch, dass der Sturmangriff die Leute auch die Grenzen überwinden lässt. So, zack, die ersten zerplatzen schon. Das ist doch ein Zwergenbandit. Rockscher ignoriert ihn völlig. Ach, bei ihm haben wir auch die KI aus. Warum das denn? Bei einigen haben wir die aus. Nur bei unserem guten Hund nicht. So, deswegen haben sie so lange überlebt. Weil wir untätig rumstanden. Das ist die absolute Demonstration von Macht. Wenn du einfach nur den Schlägen der Gegner ausweist und du denkst so, war was? Ein Geschenk der Dryade. Ein schöner Plattenpanzer. Der ist mir zu schwer, um mich damit jetzt zu beladen. Bögen sind wieder ganz akzeptabel vom Handelswert. Und dann haben wir hier noch den Armen. Archäologen, der die hierher geführt hat. Er hat ein zerflattertes Buch bei sich. Und es ist auch voller Schlamm. Der Text ist bis auf eine Doppelseite nicht mehr zu erkennen. Und dieses Phänomen ähnelt den Vorkommnissen in den Raubladen an einem Ort, der von den einheimischen Geisterstein genannt wird. Es ist ein Hügel, umgeben von einem dichten Wald und gekrönt von riesigen Steinen. Es heißt, dass auf dem Gipfel des Hügels nachts ein helles Licht zu sehen ist, während der Hügel selbst von einem dichten Nebel umgeben ist, in dem es von unheimlichen düsteren Schatten wimmelt. Der Stein liegt seit Menschengedenken auf dem Hügel und alle, die seine Geschichte erzählen oder die tote Sprache der Inschriften darauf entziffern konnten, sind lange tot. Da ich jedoch umfangreiches Wissen über die Geschichte von Avestan besitze, kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Hügel einer dieser Orte ist, an denen der Schleier zwischen den verschiedenen Ebenen der Existenz besonders dünn ist. Aus diesem Grund öffnen sich an solchen Orten Portale in andere Welten, durch die allerlei geheimnisvolle Kreaturen reisen können. Die Volkssagen enthalten reichliche Hinweise darauf. Der Nebel, die seltsamen Schatten, die Geräusche. In den Raublanden gibt es mehr derartige Legenden als in allen anderen Teilen dieser Welt. Angesichts der Gefahren, die in dieser Wildnis lauern, ist es jedoch äußerst schwierig, diesen Legenden nachzugehen. Wohlweislich. Und auch er hat einen geschmolzenen Splitter des Ringes dabei. Das freut mich. Oh, und über Transmutationen und Körpergifte. Das ist doch, was Bocken sucht, oder nicht? Alle Materie ist in sich selbst, sowohl Gift als auch Heilmittel. Wie Wasser, das die Grundlage jeglicher Vorgänge bildet. Alle Lebewesen vergehen ohne Wasser und doch ertrinken alle Lebewesen, wenn sie unter Wasser getaucht werden, denn selbst ein Fisch springt täglich aus dem See, um Luft zu atmen. Ja. Sämtliche andere Materie unterwirft sich diesem universellen Gesetz. Das, was die Ungebildeten als Gift bezeichnen, ist nur das Maß einer Substanz, das der Körper, der sie aufnimmt, nicht bewältigen kann. Wird sie jedoch dreifach, fünffach oder sogar zehnfach verdünnt, kann dieselbe Substanz eine gänzlich andere Wirkung auf den Körper haben und ihn stärken oder reinigen. Insofern ist nicht jeder Giftmischer ein Schurke, wie das gemeine Volk häufig glaubt. Die Kunst des Umgangs mit Giften an sich ist weder finster noch böse. Die Dosis macht das Gift, wie Paracelsus schon sagte. Nur weiß ich nicht, ob ich Bocken unbedingt daran experimentieren lassen möchte. Wer weiß, was er für ungefährlich für uns hält.
So, ansonsten haben wir hier einen Schalter im Boden und eine immer noch makellos darauf reagierende Mechanik, die zur Seite gleitet, fast geräuschlos. Und den dahinterliegenden, fast schon staubfreien und spinnwebfreien Gang enthüllt. So. Okay, die Fallen sind für Lindsay fast unmöglich. Also eigentlich kann sie nicht versagen. Und das ist dann ein verschlossener Wandlocker gewesen. Und wie schwierig war der? Ja. Kann sie eigentlich auch unmöglich scheitern. Also wenn eine 1 automatisches Scheitern ist, dann schon. Aber ansonsten ist es für sie unmöglich. Ja, Lindsay, sehr schön. Ein uraltes Flachrelief zeigt Zyklopen, die ein Steingrab bauen. Zyklopen, die ein Steingrab bauen. Okay, also sind das wahrscheinlich noch das zyklopäische Bauten? Von einer Vorzivilisation, die mal die Raublande besiedelte? Wahrscheinlich dann, hm? Schön geformte Grab. Truhen, Urnen. What a surprise. Und noch mehr Fallen. Und überall noch dieses magische Licht, was auch wer weiß, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende überdauert hat. Vor dir steht ein gewaltiger Sarkophag. Im düsteren Licht siehst du die Ränder leuchtender Schnitzereien, die sich von den Seiten des Sargs bis hinauf zur Decke ziehen. Gut, wir versuchen erstmal den Deckel zu untersuchen. Du trittst näher, um den Deckel genauer zu betrachten und erkennst Kratzspuren auf der glatten, glänzenden Oberfläche. Es sieht so aus, als wäre der Deckel beiseite und wieder zurückgeschoben worden. Du bemerkst außerdem einige kleine, runde Löcher auf dem Deckel. Sollten sie etwa dazu dienen, in den Sarg zu lassen? Okay, dann schauen wir doch mal auf die Schnitzereien. Nein. Wir zeigen irgendwelche eigentümlichen Bilder. Einäugige Riesen, menschliche Armeen, einstürzende Häuser. Du kannst keinen Sinn darin erkennen. Also das sind auf jeden Fall Zyklopen, die gegen Menschen gekämpft haben oder so. Um den Sarg herumgehen. Du gehst um den Sarkophag herum und betrachtest den Boden. Dort bemerkst du frische Spuren im Staub. Jemand war erst kürzlich hier. Gut, wir schieben ihn zur Seite. Mit aller Kraft gelingt es dir, die Marmorplatte zur Seite zu schieben. Der Deckel fällt mit einem lauten Krachen zu Boden, das in dem dunklen Raum widerhallt. Zu deinem großen Entsetzen sind die Innenseite des Sarkophags voller Kratzspuren und getrocknetem Blut. Jemand wurde hier lebendig eingeschlossen und hat verzweifelt versucht, sich zu befreien. Doch trotz der Kratzspuren befindet sich nichts in dem Sarkophag. Er ist völlig leer. In der Dunkelheit hinter dir hörst du plötzlich ein leises Rascheln. Du erschauderst. Plötzlich ertönt überall um dich herum das Schaben und Kratzen von Stein, als sich der Deckel des Sarkophags an den Wänden langsam öffnet. So, Skelettstreiter, da haben wir gar nichts zu befürchten. Auch wenn die ganze Situation durchaus unheimlich ist. Ein guter Zeitpunkt für ein Gebet. Und das sollte all der Beistand sein, den wir hier noch brauchen. Um mühelos aufzuräumen. Ja. Gegen diese Skelette haben wir es dann noch mit Leichtigkeit geschafft. Ja, ich habe auch schon gedacht, dass sich irgendjemand dort lebendig reingelegt wurde. Aber die Frage ist halt auch, ob dieser Sarkophag vielleicht auch irgendwelche magischen Eigenschaften hat. Oder ob er allgemein... Autsch. Ja, Lindsay, ganz toll gemacht. Ob er allgemein genutzt wurde, um Todesstrafen zu vollstrecken? Könnte schon fast sein, oder? Die Frage ist nur, gibt es noch, es muss ja noch andere Wege geben, noch irgendwelche anderen Schalter oder dergleichen, die wir übersehen haben. Vielleicht hat auch die Plünderung oder das Beiseiteschieben des Sarkophagdeckels jetzt hier irgendetwas ausgelöst. Ja, ich würde vorschlagen, Rockshaw und die Gefährten sehen sich hier noch ein wenig um.
Ah, und hier stehen auch Skelettstreiter bereit. Dann wird's doch... Ja, hier hat es sich jetzt geöffnet und hier geht es weiter. Und wir schauen uns dann das Ganze genauer an beim nächsten. Bis dahin, euer Rockstar.